Ja, wunderbar, Karin. Ja, guten Abend. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Tagung Deutschland im Pflegenotstand, Perspektiven und Probleme der Care-Migration, hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Dorothee Schulte-Baster, ich bin die neue Referentin für Sozialpolitik hier im Haus. Neu meint tatsächlich sehr neu, seit einer Woche bin ich da. Und für uns im Referat für Sozialpolitik ist das sowas wie eine Staffelübergabe hier bei dieser Tagung. Während es mein, veranstaltungstechnisch gesehen, mein Einstieg hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung ist, ist es für meinen Vorgänger Peter Selin das Abschiedsprojekt. Und deswegen auch nochmal dir, lieber Peter, herzlichen Dank für die großartige Organisation und Konzeption dieser Tagung, die du zusammen mit Lisa Bayer und Lucia Leifert so wunderbar ins Leben gerufen hast. Und genau, gerade habe ich keine Pause gemacht, jetzt ist nochmal Pause für einen kleinen Applaus auch. Ja, euch dreien herzlichen Dank für all die Arbeit und all das Herzblut, die ihr in diese Tagung gesteckt habt. Ich bin mir sicher, dass wir alle davon immens profitieren werden. So. Ja, die Heinrich-Böll-Stiftung hat sich in den letzten Jahren bereits in verschiedensten Veranstaltungen und Studien mit Gesundheits- und Pflegepolitik einerseits sowie Fachkräftemangel und Arbeitsmigration andererseits befasst. Zudem beschäftigt sich das Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung seit mehreren Jahren aus feministischer Perspektive mit dem Thema Care-Ökonomie. Warum der Begriff Care, warum Care-Migration? Der Begriff Care ist weiter gefasst als der deutsche Begriff der Pflege. Er umfasst neben der körperlichen Pflege eines Menschen auch das Kümmern, die Sorgearbeit, bei der es eben um Fürsorge und Achtsamkeit geht zwischen Pflegenden und demjenigen und derjenigen, der oder die gepflegt wird. Dadurch eröffnet der Blick einen ganzheitlichen Begriff auf die geleistete Arbeit und genau darin liegt eben auch seine Stärke. Care-Migration steht an der Schnittstelle zwischen Migrations- und Sorgepolitik einer alternden, globalisierten Gesellschaft. An dem Phänomen der Care-Migration entzünden sich ja viele Fragen. Fragen nach einer geschlechtergerechten Verteilung von Sorgearbeit, nach dem Schutz informell Beschäftigter, Fragen nach der Steuerung von Arbeitsmigration in Mangelberufen des Gesundheitssektors, aber auch Fragen nach den Dynamiken in Herkunfts- und Aufnahmeländern sowie den betroffenen Familien unter dem Einfluss transnationaler Care-Chains und gegebenenfalls sogar Care-Drains. Und auch nicht zuletzt wirft Care-Migration die Frage nach einer umfassenden Reform des deutschen Pflegesystems auf, um sowohl langfristig als auch kurzfristig den Pflegebedarf in unserer alternden Gesellschaft zu decken. Unsere Fachtagung hat sich zum Ziel gesetzt, all diese Themen zusammenzubringen, die Spannungsfelder zu beleuchten und darauf aufbauend auch politische Handlungsempfehlungen zu formulieren. Ja, was erwartet Sie also in diesen zwei Tagen? Während der heutige Abend vor allem der kritischen Analyse des Status quo gewidmet ist, wollen wir morgen in den Workshops und der Abschlussdiskussion den Blick nach vorne richten und eben politische Handlungsempfehlungen erarbeiten. Den thematischen Einstieg für diese Analyse heute Abend liefert uns ein Beitrag der WDR-Sendung Monitor aus dem Juni 2013. Danach folgen drei Kurzvorträge zur aktuellen Pflegesituation in Deutschland. Der im Programm angekündigte Professor Dr. Michael Isfort vom DIP musste leider aus gesundheitlichen Gründen absagen. Seinen Part zu den Ursachen für den erhöhten Bedarf an Pflegekräften übernimmt dankenswerterweise Professor Dr. Heinz Rothgang vom Zentrum für Sozialpolitik der Uni Bremen. Wir freuen uns sehr, auch wenn er, glaube ich, noch nicht da ist, aber er wird auf jeden Fall kommen, dass wir Professor Rothgang so kurzfristig gewinnen konnten. Nach Professor Rothgang wird Dr. Elke Tiesler-Marenda vom Deutschen Caritasverband
zu der Frage referieren, welche arbeitsmigrationspolitischen Ansätze es gibt, um den Pflegenotstand zu verringern. Und komplettiert wird diese Reihe der Keynotes heute von Professor Dr. Helmer Lutz von der Universität Frankfurt, die den Einfluss der Care-Migration auf Aufnahme- und Herkunftsfamilien beleuchtet. Alle drei Referierenden werde ich direkt vor ihren Vorträgen noch mal kurz in 2, 3 Sätzen vorstellen, aber an dieser Stelle Ihnen schon jetzt herzlichen Dank für Ihr Kommen und für die Inputs. Ja, jetzt haben Sie sicherlich die farbigen Moderationskärtchen auf Ihren Stühlen schon bemerkt. Sie haben natürlich auch schon bemerkt die farbig passenden Stellwände hier. Wir möchten, dass auch Ihre Expertise, Ihre Fragen, Ihre Meinungen Eingang finden in diese Tagung. Und haben zwischen diesen drei Keynotes heute Abend jeweils kurz, aber immerhin doch ein bisschen Zeit eingeplant, dass Sie sich, wenn Sie möchten, gerne mit Ihren Nachbarinnen und Nachbarn kurz schließen und über das Gehörte austauschen können und Ihre Fragen und Anmerkungen dann gerne auf den Moderationskärtchen notieren, und zwar tatsächlich für Frau Professor Dr. Lutz auf die blauen, für Herrn Rothgang auf die roten und für Frau Tiesler-Marenda gerne auf den weißen Karten. Und diese Karten würden wir dann heute Abend clustern und morgen mit in die Workshops und gegebenenfalls auch in die Abschlussdiskussion mit einbringen. Ja, nach diesen Kurzvorträgen werden alle drei Referentinnen und Referenten gemeinsam die Frage diskutieren, ob Care-Migration Teil einer angemessenen Lösung des akuten Pflegenotstands ist. Und diese Podiumsdiskussion wird moderiert von der Grünen Bundestagsabgeordneten Elisabeth Scharfenberg, die Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist. Und auch Elisabeth, die noch unten sitzt, wollte ich jetzt gerne danken für Ihr Kommen, aber das mache ich auch gleich dann gerne nochmal. Ja, nach so viel Input endet der Abend findet der Abend einen künstlerischen Abschluss. Die ukrainische Fotografin und Aktivistin Jewgenia Belorussets wird im Gespräch mit unserer Promotionsstipendiatin Emilia Roig ihr Fotoprojekt Ukrainische Schönheit vorstellen. Dafür sind Sie dann herzlich eingeladen, sich hier vor dem Raum rechts mit Häppchen und unten, wenn Sie die Treppe runterkommen, rechts mit Getränken zu versorgen. An der Stelle, während dieser gesamten Tagung, befinden sich eben unten Getränke. Also wenn Sie die Treppe runterkommen, gleich rechts in der Cafeteria. Und damit ausgestattet freuen wir uns dann auf dieser wunderschönen Schäfchentreppe auf den soeben vorgestellten Vortrag. Ja, und bevor ich Ihnen jetzt für das nächste Grußwort Karin Pape vorstelle, möchte ich doch noch ein kurzes Wort des Dankes richten, also nicht nur an meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Referat für Sozialpolitik, sondern vor allen Dingen auch noch bei den Kooperationspartnern dieser Tagung, dem Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V., der International Domestic Workers Federation und dem Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung. Auch Ihnen herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit. Und nun freue ich mich, Ihnen Karin Pape vorzustellen, Europakoordinatorin der International Domestic Workers Federation. Karin Pape ist seit 2007 die europäische Regionalkoordinatorin für Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing und seit 2011 auch Europakoordinatorin für die Internationale Föderation von Hausangestellten. Sie war Betriebsrätin bei Jakobscafé in Bremen und viele Jahre Aktivistin in der Gewerkschaft NGG Nahrung, Genuss, Gaststätten. Seit 2002 arbeitet sie zum Themenbereich informelle und prekäre Beschäftigungsverhältnisse.
Von 2009 bis 2011 war Karin Pape zur Internationale der Lebensmittelgewerkschaft abgeordnet, um dort die internationale Koordination für IDWN zu übernehmen. In dieser Funktion war sie auch an der erfolgreichen Kampagne für die ILO-Konvention Nummer 189, menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, beteiligt. Frau Pape, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Bitte sehr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin ja schon vorgestellt worden, brauche ich ja weiter gar nichts dazu zu sagen. Ich möchte Sie natürlich zunächst herzlich begrüßen. Bin ganz erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das so eine große Resonanz findet. Der Saal hier ist ja voll. Und möchte mich auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung dafür bedanken, dass sie uns also sozusagen als Kooperationspartner überhaupt akzeptiert hat. Das ist nämlich durchaus nicht selbstverständlich, dass irgendwie also eine Organisation, die eigentlich den Blick auf die Beschäftigten hat und von der internationalen Perspektive sozusagen in dieser, also als Kooperationspartner überhaupt auftreten darf. Darum gleich vorweg, ich bin also die Frau fürs Internationale, wie Sie gehört haben, und auch mit dem Blickwinkel auf die Beschäftigten im Haushalt. Darum also auch gleich, ich habe keine Ahnung von Pflege und Migration, damit das also auch hier völlig klar ist. Und im Grunde genommen sehen wir als internationale Föderation, die übrigens letztes Jahr im Oktober neu gegründet wurde, als Nachfolgeorganisation des internationalen Netzwerkes der Hausangestellten, wir sehen das so ein bisschen auch als eine Weiterbildungsveranstaltung an für uns, weil wir eben auch festgestellt haben, dass derzeit die organisierten Hausangestellten mehr im Bereich Hauswirtschaft eigentlich unterwegs sind, wobei natürlich im globalen Süden es da mehr oder weniger gar keine Abgrenzung gibt. Die machen ja sowieso alles, die leben da mit den Familien zu Hause und kümmern sich auch um Kinder und Alte. Aber dass wir sozusagen perspektivisch natürlich uns viel mehr mit diesem Thema beschäftigen müssen und dass das natürlich auch noch eine andere Dimension beinhaltet, als wenn es um reine hauswirtschaftlichen Tätigkeiten geht. Dazu gleich noch. Also und Deutschland natürlich, also kenne ich mich auch nicht mehr so gut aus, seit 1992 bin ich nämlich nicht mehr in Deutschland, darum höre ich also hier auch gerne zu. Was das Problem der Migration anbelangt, also aus unserer internationalen Sichtweise sagen wir erstmal, uns ist es egal, ob in einem Privathaushalt eine Migrantin arbeitet oder eine, die sozusagen aus dem Land kommt, ob sie sozusagen aus einer ländlichen Gegend kommt, aus der Stadt. Wir gehen sozusagen von dem Arbeitsplatz Privathaushalt aus. Und da meinen wir, müssen bestimmte Standards eingehalten werden für die Beschäftigten. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass die Standards sozusagen für die Arbeit, insbesondere wenn es sich um Pflege handelt, dort eingehalten werden müssen. Und dass es dort keine Diskriminierung geben darf, also weder nach Geschlecht noch nach Rasse noch nach Herkunft, und dass dort alle gleich behandelt werden müssen. Insofern haben wir auch keine spezifische Meinung zu bestimmten Migrationspolitiken, sondern wir sagen, wenn die Menschen in einem Land, in einem Privathaushalt arbeiten, dann haben sie einfach anerkannt zu werden als Arbeitnehmer und haben gleich behandelt zu werden mit den Arbeitnehmern in diesem Land. Insofern ist die Migration ja eigentlich nur eine Kehrseite einer globalisierten Wirtschaft, weil wenn VW und Mercedes sozusagen ihre Produktionsstätten nach Asien auslagert, dann ist das möglich, um dort sozusagen von den billigen Löhnen und den schlechten Arbeitsbedingungen zu profitieren. Das ist im Bereich der Pflege ja nicht so möglich. Und darum holt man sich sozusagen die billigen Arbeitskräfte ins Land. Aber im Prinzip ist es eigentlich nur die andere Seite einer Medaille. Letztes Jahr hat es eine interessante, wenig beachtete Diskussion auf der Internationalen Arbeitskonferenz gegeben zu Beschäftigung und sozialer Sicherung im neuen demografischen Kontext. Denn entgegen mancher landläufigen Meinung ist das Problem einer alternden Gesellschaft durchaus keins, was sich beschränkt auf den globalen Norden. Ganz im Gegenteil. Es ist schon heute so, dass die Mehrzahl der Älteren sozusagen im globalen Süden anzufinden sind. Bis 2050, sagt die ILO, werden
Drei Viertel aller Menschen, die über 60 Jahre alt sind, im globalen Süden sein, davon die meisten in Asien. Wenn dann sozusagen noch hinzukommt, dass wir versuchen, unsere Probleme dadurch zu lösen, indem wir dann sozusagen die Jüngeren, die eigentlich gebraucht werden, um auch in ihren eigenen Ländern sich um die Alten zu kümmern, in welchen Arrangements auch immer, dann denke ich, kriegen wir dort ein zusätzliches Problem, und ich finde, das geht uns hier im globalen Norden auch etwas an. Was ich finde bei dem ganzen Bereich um Pflege und Care-Migration besonders ist, im Gegensatz zu reinen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, ist, denke ich, dass es eine Politik dazu geben muss. Wenn ich keine Lust habe zu kochen und ins Restaurant gehe, oder wenn ich keine Lust habe, meine Wohnung zu putzen und ich beschäftige jemanden, dann hat der Staat damit überhaupt nichts zu tun. Dann treffe ich eine Entscheidung, sozusagen, wie ich mein Geld ausgeben will. Wenn ich aber älter werde und das nicht mehr machen kann, dann finde ich, gibt es auch eine gesellschaftliche Verantwortung, sozusagen sich also um diese Älteren zu kümmern. Und da müssen bestimmte politische Rahmenbedingungen gegeben sein für die Beschäftigten in diesen Haushalten. Aber natürlich muss es sozusagen auch Standards geben, damit sozusagen die Pflegenden oder um die man sich sorgt oder so auch also zu Recht erwarten können, dass sie auch eine entsprechende Leistung dafür bekommen. Insofern denke ich, ist es irgendwie nochmal was anderes, als wenn es sozusagen in Anführungsstrichen nur um die polnische Putzfrau geht, obwohl ich auch da finde, dass die dürfte ruhig einen Arbeitsvertrag haben und eine Krankenversicherung und Zugang zu einer Alterssicherung oder so, das denke ich. Also auch wenn es weniger skandalisierte Skandalfälle gibt in Deutschland wie in anderen Ländern, muss man also nicht denken, nur weil man seine Putzfrau irgendwie nicht schlägt oder sexuell belästigt oder die auch nett behandelt, dass es irgendwie schon okay ist, wenn man die schwarz beschäftigt. Der ganze Bereich der Care-Ökonomie, denke ich, ist ein sehr komplexer. Die Arbeiten von Hauswirtschaft und Pflege sozusagen sind gar nicht so klar zu trennen. Von daher denke ich, muss es auch ein verschränktes Konzept geben. Ich denke, dass man dafür viele Akteure an einen Tisch holen muss, weil zumindest nach Aussagen der ILO letztes Jahr, es gibt keine gültigen Zahlen. Man weiß überhaupt nicht, was der Bedarf ist. Man weiß überhaupt nicht, was die Bedürfnisse sind. Man hat im Moment keinerlei Vorstellungen darüber, wie man das Ganze regeln will. Welche Standards sollen da überhaupt gelten? Wie berücksichtigen wir überhaupt die unbezahlte Arbeit in diesen Privathaushalten? Das geht nirgendwo ein, in keine Gesamtrechnung. Wie findet das Anerkennung und wie sozusagen entlasten wir auch die Menschen, die das sozusagen gerne tun? Aber irgendwie muss es ja doch auch Möglichkeiten geben für die, was weiß ich, in Form von Freizeit oder anderer Unterstützung, das machen zu können. Also insofern, ich denke, der Themenbereich ist sehr, sehr komplex. Und ich freue mich sehr auf diese Tagung, auch aus ganz eigennützigen Gründen, wie Sie schon gemerkt haben. Wozu ich beitragen kann in den Diskussionen, ist die internationale Perspektive, was wir als internationale Föderation machen, was wir anstreben. Nur das ganz nebenbei, es ist die erste internationale Föderation eines Sektors, die ausschließlich von Frauen geführt wird. Wir haben in die Exekutive nur Frauen gewählt, und zwar nicht als etwas, wo wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt tun, sondern das hat sich so ergeben, weil in diesem Bereich nur Frauen sind, zu 90%. Und wir hatten zwar auch Männer als Delegierte, die waren aber auch ganz glücklich damit, dass sie also sozusagen von Frauen dort vertreten werden. Damit will ich es jetzt aber auch bewenden lassen. Wir haben noch ein ziemliches Programm vor uns, wie ich gehört habe, was ich sehr spannend finde. Und ich wünsche uns allen einen guten Verlauf der Tagung. Danke.